Ostergans ist sehr beliebt, weil es sie zu Ostern gibt. Früh sucht man die Ostereier, mittags dann zu Osterfeier man den Gänsebraten isst, den man da nicht gern vermisst. Der Gänsebraten, knusprig und fein, noch dazu ein Gläschen Wein, das sollte man sich schmecken lassen, will man das Kaffee trinken nicht verpassen. Die Ostergans gemundet hat, ein Mittagsschläfchen auch gut tat, war man doch mit der Gans so vertraut, die nun jetzt im Magen so verdaut. Kein Stück vom Osterbraten übrig war, jedoch sehr wohl von der restlichen Gänseschar. Sie wachsen nun weiter heran, damit man sie zu Weihnachten dann essen kann. So spielt das Leben einer Gans, ob sie nun Martin heißt oder Hans, irgendwann sie in der Pfanne liegt und man sie als Weihnachts- oder Osterbraten kriegt.